zusammen, wir sind zurück hier bei Jurassic World. Ich würde sagen, wir kümmern uns heute um die Saurier-Stampede. Mal gucken, was hier jeden neuen Gegner müssen wir besiegen. Seht ihr natürlich selbst. Ich würde sagen, wen nehmen wir mit ins Boot? Die drei Kollegen sind eigentlich ja nicht so verkehrt. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir hier am Anfang gleich mal einen Fleischfresser als Gegner bekommen, aber das sieht erstmal gut aus. Trotzdem mit am Anfang eigentlich sinnvoller wäre als am Ende. Von daher würde ich sagen, nehmen wir erstmal den nächsten oder den Schlag mit in die nächste Runde. Warten ab. Okay, würde ich sagen, hauen wir ihn ruf, nehmen zwei mit in die nächste Runde. Oh, der blockt doch noch ihn. Mit drei greift er an, das heißt natürlich, wir können selbst jetzt mit ihm angreifen, haben dann den Chaoten erstmal hier aus dem Weg geräumt. Das heißt natürlich auch, dass wir dann drei Schläge abbekommen können, aber das ist mir erstmal egal. Ich nehme vier Schläge mit in die nächste Runde. So, was macht der? Der greift nicht an. Ich greife mit Vierer an, nehme Vierer mit in die nächste Runde und gucke einfach mal, wer blockt. Das heißt natürlich, wir kommen durch, kloppen den erstmal weg und müssen jetzt natürlich gucken, wie es weitergeht. Der nächste Gegner hat einen Angriffspunkte von 101. Seht ihr selbst, 5 Schläge hätte er gehabt, aber der hat nicht angegriffen. Hauen wir vier rufen, nehmen Vierer mit in die nächste Runde. Drei blockt da, das heißt, wir kommen durch, kloppen den natürlich auch erstmal weg, müssen natürlich gucken, wie geht's jetzt weiter. Jetzt haben wir natürlich einen gewissen Vorteil, das ist natürlich erstmal soweit okay, aber der Gegner hat natürlich auch 6 Schläge am Start. Geht hier mit Vierer ruf und kann maximal nur 2 blocken, das heißt natürlich, wir hauen 3 ruf, blocken ihn und nehmen Vierer mit in die nächste Runde. So, den kloppen wir natürlich hoch weg, müssen jetzt gucken, wie jetzt weiter, was macht der Gegner jetzt? 4 Schläge hat er, jeder Ruf lässt das sein. Mit 3 jeder Ruf, 2 kommen durch, das heißt natürlich, einen Schlag hat er jetzt noch am Start. Einen Schlag hat er noch am Start, da würde ich einfach mal sagen, werden wir mit 2 Ruf gehen. Blocken 2 und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Hauen den weg und haben jetzt natürlich wieder mal den gewissen Vorteil. Das ist natürlich cool. Klar, der Gegner kommt mit 2 Schlägen durch, aber das kann uns erstmal soweit egal sein. Weil wir überleben natürlich noch. Seht ihr natürlich selbst, 881 Lebenspunkte haben wir noch. Das heißt natürlich, mit wie viel ist er jetzt raufgegangen? Habe ich natürlich jetzt nicht aufgepasst. Ich gehe einfach mal mit 2 ruf. Vielleicht hat er auch ja keinen Schlag mehr gehabt, weiß ich nicht. Blocke 2, nehme 4 mit in die nächste Runde. Das war natürlich bitter. Ich glaube, wir haben einen Schlag verschenkt, wenn mich nicht alle täuscht. Ich habe ja zu viel gequatscht, aber naja, so ist es eben. Vier Schläge hat er, der macht ja nichts. Würde ich sagen, gehen wir mit 4 ruf, nehmen 4 mit in die nächste Runde. 2 blockt er, das heißt natürlich, das reicht für uns. Den kloppen wir auch gleich nochmal weg. Und müssen jetzt natürlich gucken, wie es weitergeht. Klar, der Gegner kann auch angreifen. Hat jetzt 6 Schläge am Start. Ich denke mal, der kloppt uns jetzt so weg. Mit 6 greift er an. Das ist natürlich für uns wieder mal optimal, weil wir wissen, ja, blocken kann er keinen mehr. Wir haben jetzt insgesamt 8 Schläge in der Tasche, brauchen eigentlich nur einen investieren. Das heißt, wir hauen einen Ruf, blocken 3, nehmen 4 mit in die nächste Runde. So, und dann würde ich sagen, lassen wir uns einfach überraschen, wie es weitergeht. Ich meine, klar, der nächste Gegner kann uns sowieso nicht wirklich was anhaben. Von daher machen wir hier auf jeden Fall kurzen Prozess. Ich bin auf jeden Fall absolut zufrieden mit dem Ergebnis, weil ihr seht natürlich, die beiden Dinos sind natürlich absolut in Ordnung. Den anderen haben wir leider schon verloren, aber im Endeffekt hat es hier ganz lässig erreicht. Von daher bin ich damit natürlich zufrieden. Also den Sieg haben wir in der Tasche. Das heißt natürlich, das nächste Paket, ihr hört uns auch. Da werden wir gleich mal reingucken, was gibt es da für uns? So ein extrem seltenes, das ist natürlich erstmal so weit schön. Ich mache mal kurz einen Screenshot.
So, und dann würde ich sagen, wir haben halt erstmal öffnen, gucken uns an, wen haben wir da? Den Ankylosaurus, okay, den nehmen wir natürlich erstmal mit, können jetzt natürlich auch gucken. Aber nee, ich sehe schon hier im Hintergrund, oder im Background, keine Ahnung, wie ihr das nennt, aber für mich ist es der Hintergrund immer noch, wir sind, naja, ist egal. So, also wie gesagt, hier haben wir noch einen Dino am Start, 3 Stunden, 11 Minuten. Dann haben wir hier auch noch den Sarcosuchus im Brutlabor, der braucht natürlich auch noch 2 Stunden, 8 Minuten. Das heißt natürlich, da müssen wir noch ein bisschen warten, können da erstmal noch nicht so wirklich was machen. Klar, kohletechnisch könnten wir, wenn wir wollten, erstmal ein bisschen was einsammeln, aber ich werde das erstmal nur so machen. Weil auf dem Rumgeklicker habe ich jetzt nicht so wirklich Bock. So, was können wir noch machen? Wir können uns hier nochmal die... Okay, öffne ein Kartenpaket. Die tägliche Mission angucken. Dann haben wir hier natürlich auch noch was. Sammle 50.000 Münzen von einem Navigator-Luftschiff. Okay, sammle 100.000 Münzen von einem... Okay, Stromaggregat. Also müssen wir dann doch noch ein bisschen was einsammeln. Aber ich würde sagen, wir sind für heute durch. Ich mache es dann einfach mal so danach, nach dem Let's Play. Ich meine, ich denke, da habt ihr nicht so wirklich Bock drauf. Von daher würde ich sagen, sind wir, wie gesagt, für heute erstmal durch. Sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.